Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Fragestunden-Video-Folge. Und zwar haben wir jetzt zusammen die 3000 Abonnenten geknackt. An dieser Stelle vielen Dank für euch und für eure Unterstützung. Und das letzte Mal habe ich zu dem 2000er-Abo so eine Fragestunde-Video gemacht. Das heißt, ihr konntet mir Fragen stellen, die ich euch jetzt beantworte. Das habe ich ja im Community-Tab dann angekündigt. Ihr konntet Fragen drunter stellen. Und ich denke mal, das ist auch eine ganz gute Gelegenheit, um mal auch ein bisschen mich besser kennenzulernen vielleicht. Und um das ein bisschen optisch auch zu untermalen, habe ich euch wie bei der letzten Fragestunden-Video-Folge mal einen Spaziergang mit dem Hund Pinsel mit eingebaut. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich hoffe, es ist nicht zu doll verwackelt. Ich habe das aus der Hand mit dem Handy gefilmt. Ich habe da leider hier keinen Gimbal oder irgendwie sowas, was irgendwie die Stöße etwas abfedert. Aber im Zweifel müsst ihr ja auch nicht hingucken. Und es ist ja eher mehr oder weniger, denke ich mal, auch ein Hörformat. Aber genug der langen Vorrede. Ich würde sagen, ich gucke mal, was die erste Frage ist. Und zwar ist das vom Lord of Nerds. Riesen Glückwunsch verdient, vielen Dank an dich an dieser Stelle natürlich. Die Frage, was ist vom Release-Datum das neueste Spiel, das du besitzt? Ja, was moderne Sachen angeht, bin ich ja PC-Spieler und da ist das neueste Spiel, das dürfte dem meisten wahrscheinlich überhaupt nicht bekannt sein, das ist Warhammer 40.000 Battle Sector. Das ist ein klassisches Runden-Strategiespiel, ist so ein bisschen ja, so ein zweite Reihe-Spiel, sage ich mal. Also es ist kein AAA-Titel oder ähnliches. Ich bin ja riesen Fan von den Warhammer 40.000 Universum und es gibt einige Spiele dazu, aber die meisten sind halt kacke. Das ist eins, was geht, was sich so ganz klassisch so ein bisschen an den normalen Spielregeln hält, fast. Und ja, klassische Rundenstrategie bildet, das heißt, ihr habt ein Kachelfeld und habt eure Einheiten, ihr zieht und greift an, abwechselnd mit dem Gegner. Ist relativ, sag ich mal, simpel gestaltet. Ihr habt natürlich die verschiedenen Einheitentypen aus dem Warhammer-Universum. Ja, ich habe jetzt ungefähr 9 Stunden reingespielt, es ist okay. Also vor allem das Missionsdesign wird auf die Dauer dann doch etwas sehr dröge, finde ich. Aber ansonsten, wenn ihr auf das Universum und auf Rundenstrategie steht, könnt ihr da auf jeden Fall mal reinschauen. Ist auch ein bisschen ist es nervig, dass es nur einen einzigen Gegnertyp gibt, natürlich mit verschiedenen Einheiten, die Tyranniden. Wer sich in dem Universum so etwas auskennt, das ist so ein bisschen so eine Art Insektenvolk. Und ja, also man kann es spielen, aber es gibt auch Besseres, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommen wir zu der nächsten Frage. So, ich muss das leider hier alles auf dem Handy machen, weil ich nämlich die Screenshots von den Fragen online gespeichert habe. Und gerade heute, wo ich sie hier aufnehme, habe ich hier einen Internetausfall. Deswegen entschuldigt, wenn ich hier etwas mehr rumdödeln muss. Und zwar Marel58. Herzlichen Glückwunsch, lieber Gaming Panda. Vielen Dank auch an dieser Stelle. Meine Frage, welches Spiel hast du als Kind gefeiert, bei dem du heute etwas denkst, was für ein Schrott, beziehungsweise gefällt mir gar nicht mehr. Also da muss ich sagen, da gibt es so einige Spiele, aber ich glaube wirklich das Größte, was mir da einfällt, ist das Spiel namens Shufflepuck Café. Das würde den meisten überhaupt nichts sagen. Das bietet so ein typisches, simples Air-Hockey-Spiel ab. Und ich weiß so, als mein Bruder seinen 386er damals bekommen hat, weil das das erste Spiel, was er auf dem PC hatte, das hat er einen Kumpel mitgebracht, so wie es halt ist. Und ich habe das wirklich gezockt ohne Ende. Das heißt, ihr habt verschiedene Gegner, die sind alle schön, zumindest in meiner Erinnerung, waren sie alle sehr, sehr schön gestaltet. Und ihr habt dann halt Air-Hockey gespielt. Und dann dadurch, dass die Gegner natürlich auch so ein bisschen übernatürlich teilweise waren, sage ich mal, hatten die natürlich so ganz besondere Angriffsmuster gehabt und so weiter. Und als Kind habe ich sehr gute Erinnerungen dran, wie ich so einen typischen billigen Computer-Joystick da das alles gespielt habe. Und dann habe ich jetzt, ich glaube, vor einem Jahr ungefähr herausgefunden, dass das Spiel auch damals auf den Famicom erschienen ist. Da dachte ich mir, Mensch, das Spiel, da habe ich auch lange den Namen vergessen, da nutzt ihr jetzt wirklich mal die Gelegenheit, kaufst ihr das und testest es mal. Ich hab ja mein Retron 5, kann ich drauf spielen, Famicom, alles klar, wunderbar, habe ich. Und dann war es da und ich habe es gespielt und nee. Also, das kann man heute, glaube ich, wirklich gar nicht mehr so wirklich spielen.
Irgendwie ist das viel zu schwer gestaltet. Es ist viel zu unfair. Das Gameplay ist natürlich relativ simpel, Natur der Sache. Ich habe ja auch vor damals einen Test dazu gemacht, weil ich dachte, okay, so ein besonderes Spiel, das will ich dann auch mal in den Test verarbeiten. Vielleicht geht es den einen oder anderen auch genauso von mir. Aber ich saß davor und habe das gespielt und dachte mir so, ei. Das hast du wirklich mehr als 5 Minuten damals gespielt, aber ich glaube, das ist wirklich so dieser typische Faktor. Wir hatten ja damals nichts, ne? Und da hat man halt wirklich gespielt, was da war und das auch wirklich hoch und runter gespielt. Anders kann ich mir das persönlich überhaupt nicht erklären, ehrlich gesagt. Aber es ist wirklich so Shufflepuff-Café. Hätte ich mal den Namen, bin irgendwann mal durch Zufall drüber gestolpert, wie das Spiel denn jetzt auch wirklich hieß. Ist, glaube ich, auch für den C64 erschienen und so weiter. Wie es halt damals ja üblich war. Da gab es ja selten nur eine DOS-Version, weil DOS war da ja nicht so unbedingt die Lead-Plattform, sage ich mal, wie sie heute teilweise ist. Ich hätte mal, glaube ich, lieber den Namen irgendwie nicht wiederbekommen und diese schönen nostalgischen Erinnerungen behalten, irgendwie, glaube ich. zur nächsten Frage. So, und zwar von Dr. MLP Video German. Auf dieser Stelle viel Grüße an dich, bist ja auch schon lange dabei. Wie kommt es eigentlich, dass der Fokus des Kanals inzwischen auf Gameboy-Spielen liegt? Wie findest du Metal Gear-Spiele? Also fangen wir erstmal an, warum Gameboy? Das hat im Prinzip verschiedene Sachen. Ne? Leute, die jetzt schon länger auf dem Kanal mich mitverfolgen, wissen, ich habe auch früher NES-Spiele und Super Nintendo-Spiele getestet und Videos dazu gemacht und auch Let's Plays gemacht. Und das ist so mit der Zeit immer Gameboy-lastiger geworden. Im Prinzip hat das diverse Gründe. Zum einen ist es für mich halt einfach, ich muss mit der Zeit schauen, wie ich das alles hinkriege. YouTube-Kanal, dann private noch ein bisschen Hobbys, Freundin etc., normaler Alltag, 40 Stunden Arbeitswoche etc. Da habe ich auch nicht immer die Energie, jetzt wirklich stundenlang in ein Spiel reinzustecken, um dann da irgendwie ein 3-Minuten Testvideo draus zu machen. Und bei Gameboy-Spiele, da ist es einfach so, im Vergleich zu irgendwelchen, zum Beispiel jetzt krasses Beispiel, die Super Nintendo Rollenspiele, da kann man ja wirklich 10, 20 Stunden mindestens drin versenken, um sich da eine gewisse Meinung zu bilden, um weit genug gespielt zu haben, um wirklich ein Testvideo zu dem Spiel zu machen. Deswegen habe ich auf meinem Kanal auch nur wirklich 2, 3 solche Spiele mal getestet. Auch, und da auch meistens, weil ich eh das Let's Play gemacht habe und das quasi als Zweitverwertung dann den Test dazu gemacht habe. Und bei Gameboy-Spielen ist es halt wirklich so, bei den allermeisten, auch da gibt es natürlich Ausnahmen, aber bei den allermeisten, da spielt ihr 1 bis 2 Stunden rein und ihr kennt das Spiel auch schon. Ihr habt das Spiel voll erfasst, ihr wisst, was euch erwartet, man weiß, wie das Spielgefühl ist, man weiß, worum es geht, es erwarten da keine Überraschung und da bin ich dann so weit, dass ich auch einen Test dazu machen kann. Ich spiele auch nicht jedes Gameboy-Spiel unbedingt durch, das nicht, aber ich spiele es immer so weit, dass ich weiß, okay, da kommt jetzt nichts mehr, dann lese ich natürlich noch auch eventuell andere Quellen, okay, vielleicht kommt ja noch irgendwas Überraschendes, kommt es ja oder nein. Und dadurch ist das eine enorme Zeitersparnis für mich, im Video erstellen einfach auf Gameboy-Spiele zu gehen, weil die eben simpler sind. Zweiter Grund ist, der Gameboy hat in meinem Herzen einen ganz besonderen Platz. Und zwar in meiner Kindheit hatte ich keinen Fernseher in meinem Kinderzimmer, aber ein Gameboy und ein Super Nintendo. Aber Super Nintendo, ne, natürlich im Wohnzimmer der Eltern und so weiter, da hatte man halt nicht immer Zugang. Da war es halt was Besonderes, wenn ich da halt wirklich spielen konnte. Der Gameboy allerdings, der war halt immer da und deswegen habe ich viel, viel, viel mehr Gameboy damals gespielt. Und dadurch habe ich für dieses System so eine ganz besondere Bindung und auch eine nostalgische Faszination dafür. Und diese beiden Gründe, das waren im Prinzip die Hauptgründe, plus natürlich war irgendwie eine gewisse Zeit lang auch Gameboy-Spiele-Videos mehr geklickt wurden als andere jetzt im Vergleich. Und ich würde lügen, wenn das jetzt überhaupt keine Rolle spielen würde in meinen Überlegungen, was jetzt den Kanal angeht. Diese drei Gründe waren es im Prinzip, warum ich jetzt quasi komplett auf den Gameboy gegangen bin und da fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Natürlich kommt ab und zu ja noch ein anderer Test wie Virtual Boy oder Game Gear Test würde ich auch mal wieder machen. Da lasse ich mich natürlich jetzt nicht nur ganz von euren Interessen, sage ich mal, leiten, weil ich weiß, wenn ich ein Virtual Boy Testvideo mache, die meisten von euch können mit diesem System nichts anfangen und deswegen werden auch die Klickzahlen da drauf jetzt nicht großartig da sein. Aber
wenn ich Bock habe, ein Virtual Boy-Spiel zu spielen und das für mich zu ergründen, dann mache ich da auch ein Video dazu. Also, ne? Also ganz streng ist es natürlich nicht. Ich mache natürlich nach wie vor, worauf ich Spaß habe. Aber das waren im Prinzip die drei Gründe. Die zweite Frage, was halte ich von Metal Gear? Gar nichts. Ich habe kompletter blinder Fleck in meiner Gaming-History. Ich habe noch kein einziges Metal Gear Spiel gespielt. Ich kenne die Serie natürlich. Ich habe natürlich auch schon Videos gesehen von diversen Teilen. Aber ist irgendwie, hat es bei mir nicht so gezündet, ehrlich gesagt, dass ich jetzt gesagt habe, oh, Metal Gear, unbedingt spielen. Ich weiß, da werden jetzt einige von euch aufschreien, aber keine Ahnung. Ist einfach nicht meins gewesen. Dann kommen wir zu den nächsten Fragen und zwar vom Farmer's Light Joe Bob. An dieser Stelle auch viele Grüße an dich, bist auch ein fleißiger Kommentierer. Vielen, vielen Dank an dich. Und die Frage, wie kommst du auf den Namen dieses Kanals? Was war dein Beweggrund? Und was macht für dich der Gameboy so einzigartig heute noch? Fangen wir an mit dem Kanalnamen. Im Prinzip gibt es da jetzt wirklich keine große Geschichte, die dahinter steckt. Und zwar war mein Internet-Nickname Kampfpanda. Irgendwie wollte ich mal irgendeinen normalen Nicknamen haben und dachte mir so, komm, irgendein Tier, Panda passt. Und dachte ich mir, okay, gut, ein Panda, das ist gemütlich und sowas. Passt da nicht unbedingt, nehmen wir mal einen Kampfpanda. Keine besondere Bezug zu Pandas habe ich nicht oder irgendwie sowas. Dachte mir, Panda, zack, ist cool, passt. Und dann, ja, als ich den Kanal kreiert habe, dachte ich mir, ja, mein normaler Nickname ist der Panda, dann Retro Gaming Panda. Ich weiß, super kreativ, aber so war es halt. Also da steckt wirklich keine großartigen Sachen irgendwie dahinter. Zu der zweiten Frage, was macht für dich die Gameboy so einzigartig heute noch? Im Prinzip zeigt der Gameboy halt wirklich, dass mit dieser heutigen Vergleich wirklich sehr, sehr, sehr einfache Technik wirklich richtig gut was rauszuholen war. Ne? Also ich meine, der Bildschirm ist quasi monochrom, also ne, Grüntöne. Und da passt auch nicht viel auf so ein Modul an Speicherplatz. Und die Sprites können nicht super groß sein. Es kann keine Sprachausgabe da sein. Der Sound ist sehr, sehr minimalistisch. Aber trotzdem schafft es der Gameboy, super Spielerfahrung irgendwie zu bieten, die natürlich etwas verklärt, aber im Vergleich zu heutigen, manche modernen Spiele wirklich abhängen und besser sind, weil sie liebevoller gemacht sind, weil sie mehr Spaß sind. Und gerade finde ich es bei dem Gameboy, dieser eine Fakt, dass die Technik ja so einfach ist, mussten also auch die Entwickler einfach ein relativ einfaches Spielprinzip nehmen und das dann halt dafür gut umsetzen und weiterdenken. Ne? Es gibt diverse Puzzle-Spiele, die im Prinzip ein ganz einfaches Prinzip haben, aber es ist schaffen, dass man trotzdem lange dabei bleibt. Und in der heutigen Zeit habe ich das Gefühl, dass bei manchen Spielen immer so mehr ist gleich besser im Denken der Entwickler ist und da noch ein Zusatzsystem draufgepackt wird und hier noch und da noch. Und irgendwie geht da manchmal der Charme und der Spielspaß verloren. Und auch das gibt es beim Gameboy natürlich auch. Da gibt es auch haufenweise schlechte Spiele, klar. Aber ich finde, das ist das Faszinierende an dem System, dass ein gutes Spiel nicht unbedingt eine fantastische Technik braucht. Es reicht eine gute Idee und eine gute, liebevolle Umsetzung und es passt auch schon. Und genau das finde ich genau gerade an dem Gameboy einfach so fantastisch. Und es ist, finde es immer noch faszinierend, dass es immer noch Indie-Entwickler gibt, die in allen Projekten heute noch Homebrew-Spiele oder normale Releases irgendwie herstellen und diese Liebe teilen und dann auch zeigen, okay, was kann man mit diesem System jetzt noch mal ein bisschen mit ein paar Jahrzehnten Abstand noch mal rausholen und was kann man da alles machen? Und dass diese ganze Szene so lebendig ist, finde ich einfach klasse. Ich meine, was will man doch mehr, oder? So, kommen wir zur nächsten Frage und zwar von dem guten Christian Eilers. Auch du bist ja schon lange Zeit dabei. Vielen Dank für deine lange Unterstützung. Und die erste Frage, was war dein bisher größter Videospiel-Ausraster? Bei welchem Spiel war das und wie kam es dazu? Da muss ich ehrlich gesagt so ein bisschen überlegen, weil ich bin eigentlich ein relativ ruhiger Mensch und auch ein relativ ruhiger Spieler.
Aber so Ausraster in der Hinsicht glaube ich wirklich bei Dota 2. Ich bin ja ein langjähriger Dota 2-Spieler, spiele ich heute immer noch, immer wieder. Und ich habe da wirklich schon tausende Stunden ungelogen irgendwie reingesteckt. Und wer es nicht kennt, das ist ein MOBA, wo man 5 gegen 5 Leute spielt. Und da ich immer gerne alleine in die Suche reingehe, werden mir natürlich dann mal auch 4 andere Mitspieler dazugelotst. Und das Problem ist, das ist natürlich gemischt. Jeder, der irgendwie mal online mit fremden Leuten gespielt hat, weiß, das kann gut gehen, im Regelfall allerdings nicht. Und gut, es muss ja auch nicht unbedingt gut gehen, solange man einigermaßen gut zusammenspielt und dann zum Ziel kommt. Und ich werde halt wirklich regelmäßig wütend, wenn Leute wirklich dabei sind, die halt, es ist noch nicht mal versuchen. Weißt du, man kommt in ein Spiel rein, das sind andere Teamkameraden, die sitzen auch gerade vor dem Computer und wollen eine nette Zeit haben. Und dann gibt es halt wirklich immer wieder Leute, die es einfach auf Krampf anlegen, den anderen den Spielspaß zu versauen. Und sowas verstehe ich immer nicht. Also auch da bleibe ich immer ruhig, denke mir auch mal, dann ist es halt bei mir meistens so, dass ich dann nach der Runde keine weitere Runde mehr spiele, weil dann mein Bedarf für den Tag gedeckt ist. Aber das finde ich immer so problematisch. Da frage ich mich immer wirklich, was haben die Leute davon? Auch die investieren ihre Zeit da rein. Das macht doch keinen Spaß eigentlich, oder? Man spielt doch in einem Teamspiel, um zusammenzuarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen und dann einfach wirklich so sich komplett irgendwie querstellen. Also das finde ich immer ganz schrecklich. Und bei anderen Spielen, wo ich mal wirklich so böse war, ich glaube kaum. Außer letztens bei Cyberpunk, aktuelles Beispiel. Cyberpunk wirklich, ich habe mich sehr drauf gefreut auf das Spiel, weil ich natürlich ein großer Fan von Witcher war. Das war ja wirklich super. Und dann kam es raus und dann waren da ja diese ganzen Bugs. Ich hab die PC-Version gezockt, da hatte ich erst einmal ziemliches Glück gehabt, weil das lief relativ rund und da dachte ich mir, okay, gut, Glück gehabt. Und dann fing es an. Immer wieder Abstürze. Ich konnte Missionen nicht beenden und so weiter. Und dann ich wollte es gerne spielen, aber dann durch diese ganzen Fehler kam ich halt nicht weiter. Und das hat mir halt wirklich den kompletten Spielspaß versaut und verhunzt. Und seitdem liegt es auf meiner Festplatte. Ich glaube, es ist stand jetzt schon wieder ein großer Patch gekommen. Ich warte jetzt noch ein halbes Jahr, bis es hoffentlich gepatcht ist, damit ich endlich da mal wieder spielen kann. Also das war wirklich so ein bisschen mein Rage-Quit von wegen, fixt erstmal euer Spiel. Also. Zweite Frage. Was denkst du, wie sieht deine Sammlung in 20, 30 oder 40 Jahren aus? Wird sie in der Form noch existieren oder ist sie dann sehr groß geworden? Bleibt die Sammelleidenschaft so lange bestehen? Ich weiß, diese Frage ist sehr spekulativ, aber ein Beispielszenario würde mich interessieren. Gute Frage. So sehr im Voraus denke ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube nicht, dass die Spielesammlung enorm groß wird. Also ich habe für mich jetzt persönlich beschlossen, ich habe ja noch Switch mitgesammelt, ich habe ja Super Nintendo gesammelt. Deine oder andere hat es vielleicht auf Twitter etc. mitbekommen. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten etwas ausgedünnt, vor allem was Switch und was Super Nintendo angeht. Weil ich mir einfach mal irgendwann überlegt habe, okay, mein Herz hängt an Game Boy. Und ich möchte wirklich Gameboy sammeln. Das andere ist so ein bisschen Zusatznostalgie, sage ich mal. Was zwar auch ganz nett ist, aber ganz ehrlich, ich hatte da Spiele, die haben da seit anderthalb Jahren Staub angesetzt. Und das waren Spiele, mit denen ich jetzt nicht unbedingt was super groß was anfangen konnte. Die ich einfach mal so aus Interesse, okay, das Cover sieht nett aus, gekauft habe. Und da habe ich mir gedacht, okay, nee, das brauchst du wirklich nicht. Natürlich habe ich noch ein paar Super Nintendo Spiele, die von meiner Kindheit her mir wichtig waren. Aber da habe ich gesagt, okay, gut, nee, Game Boy machst du jetzt, alles andere, komm, was bringt dir das, ne? Und wie wird diese Sammlung in 20, 30, 40 Jahren aussehen? Also wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass die Game Boy Sammlung da noch ein bisschen angewachsen ist. Ein Träumchen irgendwann wäre natürlich ein Fullset. Also ein Träumchen von mir ist wirklich alle Module Fullset, also die in Europa irgendwie erschienen sind, greifbar waren. Ne? Also ich denke mir immer vor wegen, das Fullset, was der normale kleine Panda damals sich hätte kaufen können,
in Europa. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Das heißt nicht irgendwelche komischen chinesischen Versionen oder japanischen Versionen oder sonst was. Das hätte mein Kindheits-Ich nirgendwo sich kaufen können. Und das ist so ein bisschen mein Ziel. Schön wäre es natürlich, wenn es in 20 Jahren mal geklappt hat. Aber ich glaube, wenn die Gameboy-Sammlung fertig ist, werde ich nicht unbedingt im großen Stil noch was anderes sammeln. Vielleicht Game Gear oder sowas, ich weiß es nicht. Es kommt natürlich auch darauf an, ich habe noch kein Kind. Kommt vielleicht noch. Und da wird mir auch die Zeit fehlen. Da weiß ich nicht, ob ich das alles noch so intensiv irgendwie nachbetreuen kann. Also ich habe großen Respekt an viele von euch, die Kinder zu Hause haben und dann auch noch die Zeit für dieses Hobby finden. Ziehe ich wirklich meinen Hut, könnte ich mir momentan nicht vorstellen, dass ich das zumindest so intensiv irgendwie verfolgen kann. Vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen, ich werde dieses Jahr 40, das ist vielleicht so ein bisschen ein Alter, wo sich auch vieles verändert. Wenn es so weiterläuft, klar, also Frühset wird irgendwann kommen, denke ich mal, auch wenn es natürlich dann noch so ein paar Titel gibt, wo es in der Geldbörse ziemlich weh tut, aber ich sag mal, wenn man bei den letzten irgendwie 10, 20 Spielen ist, dann komm, nimmt man die auch irgendwann mal mit. Aber ich glaube nicht, dass meine Spielesammlung an sich riesig, riesig wird, dass ich dann irgendwie hier das ganze Zimmer vollstehen habe mit drei Regalen, mit Switch und Super Nintendo Spielen. Glaube ich persönlich nicht. Da wird wahrscheinlich die Sammelei sich eventuell auch auf andere Gebiete beziehen. Wie es ja momentan bei mir schon so ist, ich habe ja so ein bisschen mit Warhammer 40.000 mit den Figürchen anmalen und kaufen und sammeln so ein bisschen angefangen. Ich spiele noch nicht, aber ich habe da hier schon so halbfertige Armeen stehen, habe da irgendwie Spaß am Malen. Es könnte sein, dass sich das dann eher dann quasi nach dem Videospielsammeln dann auf sowas irgendwie festlegt oder irgendwie sonst was. Deswegen würde ich nicht sagen, ich habe ja auch nie so als Hardcore-Sammler angesehen, muss ich sagen. Wie es natürlich dann genau weiter bleibt. Ich würde mal fast sagen, ich hoffe in 20 Jahren Gameboy Full Set und vielleicht noch irgendeine andere kleine Sammlung, aber nicht mehr in diesem großen Ausmaß auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte deine Frage einigermaßen zu deiner Zufriedenheit beantworten. Dann haben wir hier einen Namenskollegen, den Schnuffelpanda. An dieser Stelle viele Grüße auch an dich, bist auch schon seit einiger Zeit dabei. Frage, welches Spiel hat für dich persönlich den größten Wert in deiner Sammlung? Ich meine nicht den preislichen Wert. Ganz einfach, Super Mario Kart auf dem Super Nintendo. Wieso? Gerade das. Und zwar das Modul, was ich hier habe, das habe ich bei meinen Eltern auf dem Dachboden gefunden und ist mein Original von damals. Und als ich das dann mal wieder eingelegt habe und spielen wollte, habe ich gesehen, dass die ganzen Save States, also das ganz abgespeicherte von der Batterie, alles noch da ist. Das heißt, die ganzen freigefahrenen Cups, die ich in stundenlanger, harter Arbeit mit meinem Bruder damals alle frei gefahren habe, sind noch da und ist so gespeichert. Und deswegen ist dieses Modul definitiv für mich, was den persönlichen Wert angeht, ganz, ganz, ganz weit oben. Also da ist natürlich sowieso, das werdet ihr in eurer Sammlung wahrscheinlich auch haben, irgendwie so Spiele von damals, die wirklich die Originale, die man als Kind hatte, die haben einen ganz anderen Wert als jetzt was man jetzt irgendwie bei eBay gekauft hat oder ähnliches. Ne? Bisschen schade, meine Gameboy-Spiele von damals haben es nicht überlebt. Ich bin zum Studium ausgezogen und dann hatte irgendwann meine Mutter dann die Spiele an die Tochter von einer Bekannten verschenkt. Damals vollkommen in Ordnung, da habe ich ja nicht gesammelt, da habe ich auch nicht mehr danach geguckt oder sowas. Schade, aber die sind unwiderruflich natürlich weg. Da wäre natürlich wirklich nur der Hammer gewesen, wenn mein Link's Awakening noch da gewesen wäre oder sowas. Aber was wäre wenn, ist egal. Deswegen ist es bei mir definitiv das Super Mario Kart. Ich glaube, ich musste auch mal irgendwann mal gucken, dass ich mir die Save States irgendwie mal speichere oder ich glaube, es gibt ja auch Möglichkeiten, ich habe mich da noch nie so ernsthaft mit beschäftigt, dass man die Batterie ersetzen kann und das Gespeicherte irgendwie behält oder irgendwie sowas. Muss ich mich mal, glaube ich, immer mal informieren, weil ich glaube, die Batterie ist quasi eine tickende Zeitbombe. Ich glaube, Jahrzehnte wird sie nicht mehr halten. Dann kommen wir zur nächsten Frage vom Christian. Was ist dein absolutes Lieblings-Gameboy-Spiel und warum ist es Tetris? gute Frage, aber Tetris ist definitiv nicht. Ich weiß,
Da werden jetzt einige von euch die Heugabeln und Fackeln holen. Aber ich bin kein riesen Tetris-Fan. Ich weiß, Tetris ist für die meisten ein gutes Spiel, aber schon damals Tetris. Der Funke hat bei mir nie so wirklich gezündet. Tetris kam natürlich bei den Game Boy gleich dabei. Ich habe es auch sofort gespielt und so weiter. Aber irgendwie sprang dieser Funke bei mir nicht so hundertprozentig über. Ich kann es nicht sagen, warum. Es ist unwiderruflich. Es ist quasi, kann man nichts sagen. Das Spiel ist wunderbar. Es hat wirklich Leute geprägt und Spielentwickler geprägt. Es ist ein Klassiker, der wirklich wunderbar und super ist. Aber mein Spiel ist es irgendwie nicht so unbedingt. Also mein liebes Gameboy-Spiel, das dürfte jetzt für die meisten jetzt keine Überraschung sein, ist definitiv für Link's Awakening, weil ich früher sehr gerne Zelda gespielt habe und auf dem Gameboy, als das für den Gameboy angekündigt wurde, konnte ich mir das zuerst gar nicht so recht vorstellen, weil so Gameboy-Spiele an sich waren ja relativ einfach. So, und ich hatte jetzt Zelda 3 auf dem Super Nintendo, ich habe es geliebt, super, wunderbar. Da dachte ich mir so, okay, auf dem Gameboy, okay, willst du natürlich haben. Klar, kaufst du oder wünsche ich mir zum Geburtstag oder irgendwie sowas. Als Kind hatte man ja nicht unbedingt die Kohle, das sich immer sofort zu kaufen. Und als es da war, es hat mich so reingesaugt. Das ist, glaube ich, auch eines der wenigen Spiele neben Super Mario Land 2, was ich mehrmals auf dem Game Boy durchgespielt habe, weil ich einfach Bock drauf hatte, was einfach Spaß gemacht hat. Ne? Wenn ich mal irgendwie nichts großartig was zu zocken hatte, oh ja, komm. Spielst du das halt ein drittes Mal durch. War einfach diese Erfahrung, die Stimmung, die Musik, die hat mich damals so weggeflasht. Und auf diesem einfachen System, wie wunderbar das einfach alles umgesetzt wurde. Fantastisch. Und deswegen ist das für mich das Zeit- oder mein Lieblingsspiel. Und ich finde auch relativ zeitlos. Also man hat es auch an dem Remake für die Switch gesehen. Da haben sie es ja auch nur größtenteils optisch was gemacht. Natürlich ein paar Komfortfunktionen und so weiter. Das ganze Inventar rumgefummelt, müssen wir nicht drüber sprechen, ist natürlich auch nicht ideal. Aber das ist zeitlos und das ist einfach wunderbar. Deswegen Link's Awakening und nicht Tetris. Obwohl, wie gesagt, Tetris, ich gebe es zu, es ist ein wunderbares Spiel. Das will ich echt nicht irgendwie anzweifeln. Dann kommen wir zur nächsten Frage vom Tomsteron. Was war die größte Summe, die du auf einmal für Retrogramm ausgegeben hast und hast du es bereut? Also die größte Summe für Retrogramm ist, glaube ich, ich habe es hier links oben auf dem Schrank stehen, den Virtual Boy in der Originalverpackung aus Japan. Und dann hatte ich mir, glaube ich, noch zwei Spiele dazu bestellt. Ich glaube, das war insgesamt 400 Euro, was ich damals bezahlt habe. Ob ich es bereue? Nö. Ich tänzelte wirklich schon extrem lange um dieses System rum. Es hat mich immer interessiert. Ich wollte es einfach mal erleben, wie das ist. Ich weiß, auf Messen und Börsen und sowas, da hätte ich mir jetzt mal angucken können. Aber ich wollte es einfach mal haben. Ich wollte es einfach mal erfahren, wie das ist. Und na gut, es war Weihnachten, es gab Weihnachtsgeld und da dachte ich mir, ja, wenn schon, dann richtig, ne? So mit OVP und so, das wäre natürlich auch geil, die irgendwie da so zu haben. Und der Boris hat mich drauf gebracht, an dieser Stelle viele, viele Grüße an dich. Ich glaube, deine Fragen kommen ja auch gleich noch. Und der hat sich das auch gegönnt und da dachte ich mir, ja, warum eigentlich nicht? Und ja, da kam es irgendwie so dazu, dass ich mir das halt aus Japan bestellt habe mit zwei Spielen. Und ja, ich finde das System immer noch so faszinierend. Deswegen mache ich ja auch ab und zu ja auch immer noch einen Test für ein Virtual Boy Spiel. Was natürlich immer so ein bisschen kompliziert ist, weil mein Virtual Boy ist nicht gemoddet. Das heißt, ich kann da nicht irgendwie ein Bildsignal abgreifen. Das heißt, die Spielszene muss ich mit einem Emulator spielen. Weil natürlich der Controller von dem Virtual Boy so etwas anders ist, plus natürlich diese Tiefenwahrnehmung dann komplett fehlt, ist es natürlich immer so eine Sache mit dem Emulator, dass das irgendwie so Probe zu spielen. Deswegen spiele ich das mal auf dem Virtual Boy und für die Videoaufnahmen spiele ich dann kurz mal eine halbe Stunde an, um ein paar Spielszenen da zu haben. Das ist halt etwas komplizierter und wie schon vorhin erwähnt, wird auch nicht so viel geklickt, weil das Interesse natürlich nicht so da ist, aber
ich habe es nicht bereut. Nein, weil das ist so eine geile Kuriosität, finde ich. Und ich sehe ja so Sammeln allgemein ist nicht unbedingt so als Wertanlage oder irgendwie sowas. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen, okay, jetzt kaufe ich jetzt und in 10 Jahren kriege ich auf jeden Fall das doppelte, dreifache zu. Bin ich nicht so. Für mich war es in dem Moment jetzt das wert, weil ich weiß, okay, wusste, okay, das ist ein normaler Preis, den du halt bezahlen musst irgendwie. Kam natürlich auch noch Zoll drin und alles. Aber nö, ich habe es nicht bereut, weil es ist einfach ein faszinierendes System und ich bin froh, dass ich das Ding irgendwie stehen habe. Auch wenn ich es natürlich zugegebenerweise jetzt nicht so oft benutze, weil natürlich das Aufbauen, es ist nicht gerade bequem, das System. Aber ich bin echt froh, dass ich das habe. Es ist so, manchmal muss man sich auch mal was gönnen, wenn man da so rumtänzelt, weil ich bin da auch nicht so der impulsive Käufer. Ne? Wenn ich irgendwas sehe, dann überlege ich mir immer ganz genau, okay, ist, selbst wenn ich das Geld jetzt habe und das wäre das kein Problem, ist das jetzt mir für den Geldpreisbetrag wert oder nicht? Und da bin ich froh, dass ich das endlich mal gemacht habe. Kommen wir zu der nächsten Frage. Und zwar vom Schmitz Gamebox. Wann findet die YouTuber-Party bei dir statt, zu der du mich natürlich auch einlädst? Ja, natürlich, wenn wir die 100.000 geknackt haben. Ne? Also ein bisschen ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Dann die zweite Frage, die vielleicht einige von euch auch interessieren dürfte. Bist du dieses Jahr auf einer der Retro-Börsen am Start? Es gibt ja eine Handvoll Termine für derartige Veranstaltungen. Selbstverständlich nur, wenn die auch stattfinden dürfen. Ja, ich plane zu einer zu gehen und zwar in Bonn. Die Retro-Con in Bonn, die ist irgendwann für Dezember angesagt. Ich weiß jetzt aus dem Kopf jetzt gerade nicht, welches Datum genau, aber da plane ich hinzugehen. Da war ich jetzt schon vor 2 Jahren war die, ne? Scheiß Corona. vor 2 Jahren und das findet wieder in derselben Location statt wie vor 2 Jahren. Krass. Oder anderthalb? Irgendwie sowas. Es wird Zeit für Retro-Börsen, würde ich sagen. Ne? Entschuldigung fürs Abschweifen. Die Location war nämlich super. Hat mir sehr gut gefallen. Bonn ist jetzt auch nicht so super weit entfernt von mir, dass ich hinfahren kann. Und Dezember passt einigermaßen vom Datum her. Deswegen hoffe ich, dass der Termin auch stattfindet. Das ist natürlich jetzt die Sache. Ne? Es ist eine vierte Welle in Diskussion und so weiter. Wer weiß, ob diese Veranstaltung auch wirklich stattfinden kann. Ich hoffe es wirklich sehr, weil ich habe wirklich mal wieder Bock auf eine Retro-Börse. Das habe ich schon so ein bisschen vermisst, einfach mal so ein bisschen rumzustöbern, Leute zu treffen und so weiter. Finde ich sehr, sehr schade, dass das natürlich jetzt logischerweise etwas zu kurz gekommen ist. Verstehe ich aber natürlich jetzt bei der Corona-Geschichte. Da geht natürlich die Gesundheit und die Sicherheit vor. Aber ich hoffe jetzt mit dem ganzen durchgeimpften Status und so weiter, dass es da vielleicht gelockert wird. Aber das werden wir jetzt mal sehen, wie jetzt der Herbst die Inzidenzzahlen irgendwie hochkloppt. Oder wahrscheinlich eher hochkloppt. Ne? Deswegen hoffe ich mal auf jeden Fall, dass sie stattfindet. Und jetzt kommen wir zu dem wunderbaren Boris. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Der hat gleich 5 Fragen gestellt. Und zwar, Frage 1. Gibt es ein Spiel, das du viel besser, schlechter in Erinnerung hattest und du dich dann echt gewundert hast, als du es wieder angespielt hast? Gibt ja, das eine Beispiel habe ich ja gerade genannt mit Shufflepuff Café. Das ist wirklich so ein Spiel und im Prinzip zählt das auch für die meisten DOS-Spiele aus der Zeit. Zum Beispiel habe ich jetzt auch letztens, als von Pizza Connection der 3. oder 4. Teil jetzt letztes oder vorletztes Jahr herausgekommen ist, habe ich mir nochmal so ein bisschen aus Nachholbedarf den ersten Teil gespielt. Und boah, diese alten DOS-Spiele mit ihrer Bedienung. Also früher war das ja normal, ich habe es gerne gespielt. Es war wunderbar, aber diese alte, sperrige DOS-Spiel-Bedienung. Boah, ich sag euch, das kannst du heute eigentlich echt fast keinem mehr antun. Ganz schlimm. Und was besser ist, das sind so einige Gameboy-Spiele. Also zum Beispiel habe ich jetzt auch Power Mission wieder angespielt für die Top 5 Strategie-Empfehlung. Und das habe ich als Kind ja gar nicht gerafft. Aber jetzt, wo ich jetzt so ein bisschen so weiß, was Rundenstrategie ist und wie es funktioniert, was mit dem jetzigen Anspielen vor ein paar Wochen, als ich es gemacht habe, viel klarer und viel geiler und viel, viel, viel einsehbarer für mich. Also wunderbar.
Das wären mal so ein paar Beispiele. Sonst fallen mir so spontan keine ein, muss ich sagen. Zweite Frage. Bei welchem Gameboy-Spiel musstest du dich erst eine gewisse Zeit reinfuchsen, bis es dir denn doch Spaß bereitet hat? Auch da gibt es so einige. Und zwar, ich glaube, als wirklich populäres Beispiel war Mystic Quest. Ich weiß, auch da werden jetzt einige die Fackeln und Heugabeln suchen. Aber ich bin bis mit der Erwartung reingegangen, komm, und gut, das wird sowas wie Link's Awakening sein, das wird vielleicht etwas schlechter sein. Aber es hat so einige seltsame Features, die, wenn man aus der heutigen Sicht ganz frisch reingeht, ohne nostalgische irgendwie Beziehungen und Erfahrungen zu dem Spiel, denn doch etwas seltsam sind. Wie zum Beispiel, dass man einfach irgendwelche Wände einschlagen muss. Aber die Wände sind jetzt nicht klassisch wie bei Zelda durch irgendwelche Risse oder sowas markiert, sondern die klingen einfach anders, wenn ihr mit dem Schwert draufhaut. Und dann müsst ihr da diese Spitzhacken haben, die ein Verbrauchsmaterial sind, die ihr immer dabei haben müsst, und euch da durchzukloppen. Also wirklich solche Sachen, die aus der heutigen Sicht irgendwie sehr unrund oder ungewöhnlich sind, sage ich mal. Und da muss ich mich erst ein bisschen reinfuchsen und erst mal dran gewöhnen. Aber dann ist das Spiel natürlich wunderbar und hat seinen guten Ruf wirklich zurecht. Aber da muss ich mich wirklich erst mal so ein bisschen reinfuchsen und dran gewöhnen. Aber wenn man das zulässt und beachtet, wunderbares Spiel. Also das ist wirklich so das Beispiel, was ich so am stärksten im Kopf habe, auf jeden Fall. Denn die dritte, welches Spiel suchst du noch sehnlichst für deine Gameboy-Sammlung? Da gibt es noch einige, aber so ganz oben auf meiner Liste ist vielleicht Hammering Harry. Das ist ja so quasi das teuerste Gameboy-Modul. Also das zu einem vernünftigen Preis, natürlich nicht als Repro und nicht als japanische Version, aber ich weiß, das ist da günstiger. Ich habe mal so Preise um die 250 Euro gesehen für die europäische Version. Wenn ich das mal zu einem vernünftigen Preis irgendwo sehen könnte oder würde, würde ich es mir sofort holen, auch wenn der Preis wirklich stark wehtut. Aber ich habe jetzt wirklich gut über 200 Spiele in meiner Sammlung. Da geht es halt auch teilweise wirklich auf diese teuren Titel hinzu. Und wenn ich denn das mal so für einen guten, schmalen Taler irgendwie kriegen könnte, also nicht jetzt irgendwie super Schnäppchen oder sowas, also ich will schon einen angemessenen Preis dafür bezahlen, aber dann würde ich da auf jeden Fall zuschlagen. Also da, ich gucke immer so ab und zu, na, ist das irgendwo im Angebot, wo man jetzt nicht irgendwie komplett irgendwie umkippt. Wenn es auf dem Markt ist, ist es meistens leider so jenseits von Gut und Böse. Deswegen, also da halte ich auf jeden Fall definitiv noch die Augen offen. Dann Age of Empires oder Command of Conquer. Welches der beiden PC-Spiele findest du besser? Ich glaube Age of Empires. Also ich habe auch damals Command & Conquer sehr ausführlich gespielt, auch auf den 386er damals, sogar den ersten Teil gleich. Aber Age of Empires, das hat mir irgendwie so auf der längeren Frist irgendwie mehr gefallen, weil irgendwie der Aufbauteil, der war irgendwie wesentlich besser, durch diese ganzen Epochen zu gehen, seine Soldaten damit aufzurüsten. Das hat mir irgendwie von gleich auf viel, viel besser gefallen. Auch diese ganze, das ganze Spielgefühl. Wunderbar. Also Command & Conquer ist natürlich, die Serie ist ein super Spiel, wobei mich damals der dritte Teil, Tiberian Sun, das war ja so ein Spiel, was von den Medien sehr hoch gehypt wurde und ich da auch mit sehr hohen Erwartungen kam. Ich weiß noch, wie ich da zum Release-Tag extra in die nächste Großstadt gefahren bin und mir das Spiel geholt habe und sogar noch so eine Armbanduhr passend dazu. Schrecklich. Und dann war das Spiel so scheiße. Also, nee, nicht scheiße, aber mittelmäßig. Und ne, weil wenn ein Spiel halt vorher gehypt wird ohne Ende und dann halt mittelmäßig ist, ist halt nicht so toll. Und irgendwie Age of Empires hat mich da in der Hinsicht definitiv nie enttäuscht. Und auch finde ich da gefühlt irgendwie die Variation von den Einheiten irgendwie mehr und besser als jetzt bei Command & Conquer. Und dann kommen wir zu der letzten Frage. Denkst du, dass du irgendwann mal die Zeit findest, PC-Adventure-Klassiker zu behandeln? Sowas wie Indiana Jones, Sam & Max, Day of the Tentacle und Zack McCracken.
Ich habe die damals früher gerne gespielt, vor allem natürlich auch die Monkey Island Spiele und die Indiana Jones. Ich glaube, jeder, der damals PC-Spieler war, zu der Zeit frühe 90er, hat diese Spiele gespielt und geliebt. Das war ja auch die Hochzeit der klassischen Point-and-Click-Adventures. Aber ich glaube, ich werde die hier nie behandeln. Warum? Sie wurden schon überall sehr groß behandelt, sage ich mal. Ich wüsste jetzt nicht, was für neue Informationen oder neue Sichtweisen ich auf diese Spiele euch bieten könnte. Und das ist ein Test zu machen, wo ich stundenlang das Spiel spiele und dann halt ein 3-Minuten-Testvideo zu machen und so, jo, Monkey Island 2 ist geil. Das wisst ihr doch alle. Was könnte ich denn da groß noch an Zusatzinformationen für euch machen? Diese Spiele, vor allem die großen Klassiker, LucasArts und auch die Sierra-Klassiker, die wurden ja schon überall hoch und runter behandelt. Also da gibt es gefühlt hunderte Podcasts, gefühlt hunderte Videos, die jetzt alles wesentlich besser und kompetenter machen als ich. Und da denke ich mir, okay, mit meiner Zeit, die mir zur Verfügung steht, ich kann euch da jetzt nichts großartig Neues bieten. Und nur da jetzt ein Monkey Island Video zu machen, damit ich ein Monkey Island Video zu habe, da denke ich mir, okay, dann mache ich lieber irgendwas anderes, was euch vielleicht eher interessiert, was euch eher mal Einsichten gibt. Ne? Dann kam ich halt irgendein Spiel, ein Gameboy-Spiel aus der dritten Reihe heraus, und um euch zu sagen, okay, das ist vernünftig oder halt eben nicht. Und da habt ihr und ich, denke ich mal, etwas mehr von. Hätte ich natürlich Lust drauf, aber wie gesagt, was soll ich denn da hinzufügen? Und wir kommen zu den nächsten Fragen, und zwar vom guten Retro Robby. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für deine fantastische Urlaubsvertretung. Wenn ihr seinen Kanal noch nicht kennen solltet, ich hoffe, ich vergesse es nicht, ihn unten zu verlinken. Schaut mal bei ihm vorbei. Kommen wir zur ersten Frage. Hast du vor, zumindest jedes PAL Gameboy-Spiel einmal per Was taugt oder quält sich gezeigt zu haben? Kurze Antwort, ja. ich hoffe, dass ich das irgendwann mal kriege. Ist natürlich ein Riesenprojekt, aber ich denke mir, das wäre wirklich so ein super Archiv irgendwie, jedes Spiel mal in irgendeinem Format behandelt zu haben. Also quält sich Folgen sind natürlich für irgendwelche schlechten Spiele. Was taugt Folgen sind für Spiele, die zumindest mittelmäßig sind. Und wenn ich das erreicht habe, würde das ja auch heißen, dass ich ein PAL Fullset habe. Und deswegen wäre das schon mein Ziel und mein Traum. Da habe ich auch, denke ich mal, noch für Jahre noch genug Material und Spiele, die ich da irgendwie behandeln kann. Also wäre schön, ob ich es schaffe, weiß man natürlich nicht, aber ich denke, ich bin einigermaßen auf dem Weg dahin, auch wenn da natürlich da noch viel fehlt. Was machst du, wenn du keinen was taugt oder quält sich Content mehr hast? Alles erledigt. Ich glaube, da bleiben wir gar. Ich glaube, das dauert noch etwas. Also ich hab mal grob geguckt. Ich habe es ja so, dass ich so im wöchentlichen Rhythmus eine was taugt, eine quält sich Folge mache. Das liegt auch so ein bisschen an meinem Produktionsaufwand. Bei einer quält sich Folge, ich gehe ja immer blind in die Spiele rein. Könnt ihr euch vorstellen, da ist der Produktionsaufwand für mich nicht wirklich groß. Ich mache ja mein Setup an, ich hau mich vor das Spiel, ich spiele 10 Minuten, laber ein bisschen Scheiße. Ich bin auch jetzt kein Gott, was Schneiden angeht, das heißt auch Schneiden, ne? Mit Hochladen, sagen wir mal, ist sowas in anderthalb Stunden erledigt. Eine was taugt Folge ist natürlich ein bisschen was anderes. Ne? Ich muss das Spiel erstmal spielen, dann ein Skript dazu schreiben, das Skript einsprechen, die Tonspur bearbeiten, ne? Atempausen und sowas rausschneiden, dann natürlich das ganze Video schneiden und versuchen, einigermaßen passende Spielszenen auf das Gesprochene irgendwie zu legen und dann hochladen. Das dauert natürlich länger. Das dauert auf jeden Fall mindestens doppelt so lange. Es kommt immer natürlich auf das Spiel drauf an. Und wenn man bedenkt, 4 Spiele, Gameboy-Spiele, sind ja auch immer auch andere Systeme, sagen wir mal durchschnittlich 3 pro Monat, mal 12. Also ich glaube, da habe ich noch so ein paar Jahre, wo ich was habe. Ansonsten, was würde ich machen, wenn das alles durch ist? Da habe ich keinen Plan B, ehrlich gesagt. Ob ich denn überhaupt noch YouTube mache, weiß ich ja alles gar nicht. Ne? Wie gesagt, schon vorhin gesagt, was die Lebensplanung angeht, wer weiß, wie es in 3, 4, 5 Jahren aussieht. Vielleicht habe ich dann hier ein kleines Kind rumrennen und dann hat das natürlich Vorrang zu irgendwelchen Gameboy-Videos, ist ganz klar. Dann werde ich zumindest alles zurückfahren. Was denn, dann hat das alles noch etwas länger in die
Menge zieht. Irgendwie sowas. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Wenn du deine Gameboy-Sammlung vollständig hast, sammelst du dann an anderer Stelle los weiter oder schließt du dann das Sammeln ab? Das geht ja in die andere Frage, die ich jetzt vorhin schon beantwortet habe. Ich glaube, zumindest das Spiele-Sammeln würde ich wahrscheinlich dann abschließen, vielleicht noch auf andere Systeme gehen, vielleicht hier Virtual Boy Full Set oder wie gesagt der Game Gear, der würde mich auch noch interessieren, aber ob ich da denn wirklich auf ein Full Set gehen würde, weiß ich nicht. Ich denke mal eher, dann würde das Sammeln eventuell so eher auf andere Bereiche irgendwie aussehen, wie Warhammer Sachen oder keine Ahnung, vielleicht bin ich dann auch irgendein bekloppter, also bekloppter in Anführungsstrichen, Bierdeckelsammler oder irgendwie sowas. Kann ich echt nicht sagen. Kann es vorkommen, dass du irgendwann aus Zeitgründen aufhören wirst, Job, Papa, Panda und so weiter? Das kann ich mir ehrlich gesagt ganz gut vorstellen. Also es ist jetzt nichts momentan aktuell, was das irgendwie großartig gefährden würde. Stehen bei mir in meinem Leben nächstes Jahr wahrscheinlich ein paar Veränderungen an. Da muss ich natürlich etwas mal schauen. Auch da ist nur nichts spruchreif. Wenn es Änderungen auf den Kanal gibt, werde ich das natürlich entsprechend vorher ankündigen. Mit den Papa Panda könnte ich mir es vorstellen. Also viele kennen ja den Kollegen vom Schroff gezockt. An dieser Stelle, wenn du es gucken solltest, viele Grüße an dich. Der hat ja größtenteils auch aufgehört, macht ab und zu noch Livestreams, weil er Vater geworden ist. Und das könnte ich mir durchaus auch als einen Grund vorstellen, zumindest das Ganze etwas zurückzufahren. Das sind keine zwei Videos, zumindest keine zwei Videos in der Woche kommen, sondern vielleicht eins alle zwei Wochen oder irgendwie sowas. Oder nur noch ein Gameboy-Test oder irgendwie sowas. Das muss ich halt alles wirklich sehen. Mir macht dieses Hobby YouTube unendlich viel Spaß. Mir macht Spaß, mit euch zu kommunizieren. Mir macht Spaß, Videos zu machen, produktiv zu sein, was Kreatives zu schaffen. Auch so ein bisschen wirklich, was ich vorhin angesprochen habe, so eine Art Nachschlagewerk für Gameboy-Spiele nach Videoform aufzubauen. Mir macht das wirklich sehr viel Spaß, aber es ist ein Hobby. Und wenn jetzt wirklich so, ich sag mal so Real Life, wenn es ein komischer Ausdruck vielleicht ist, Gründe dazwischen kommen sollten, haben die natürlich immer Vorrang. Und so sollte es, denke ich mal, auch wirklich sein. Weil das echte Leben ist dann doch wichtiger. Und es ist hier ein Hobby, wo ich viel Zeit reinstecke, viel Energie und viel Geld. Klar, ich kriege natürlich ein bisschen was zurück, aber es ist natürlich wesentlich mehr, was man reinsteckt, als man rausbekommt. Zumindest jetzt in so einer Kanalgröße, wie ich jetzt habe. Ich denke mal, da könnte ich es mir durchaus vorstellen. Also das ist nicht ein Stein gemeißelt, dass ich das jetzt hier alles... in 20 Jahren gibt es immer noch den Retro Gaming Panda. Kann ich nicht sagen. Also andere Gründe werden immer Vorrang haben. Das auf jeden Fall. Es ist ein Hobby. Es würde mir wirklich sehr schwer fallen, wenn ich zu diesem Schritt kommen würde. Aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ne? Ganz einfach. Gibt es in Bezug auf deine Sammlung etwas, was du vor deiner Freundin verheimlichst oder verheimlicht hast? Nö. da verheimliche ich echt nichts, weil wir verdienen beide unser eigenes Geld, haben getrennte Konten und natürlich haben wir einen gemeinsamen Pool für Lebensmittel und so weiter. Aber sonst kann natürlich jeder mit seinem Geld machen, was er will. Und wenn ich irgendwie Bock habe, irgendwie 150 Euro für ein Gameboy-Spiel rauszukloppen, dann mache ich das. Und ich denke, wir sind alle erwachsen und wir wissen auch alle, hey, das kann ich mir leisten, das kann ich mir nicht leisten. Also finanziell sollte jeder, denke ich mal, in unserem Alter einigermaßen haushalten können. Und deswegen verheimliche ich da nichts. Also ich erzähle ihr nicht unbedingt alles, aber es ist eher, weil sie da nicht so den Bezug zu hat und nicht interessiert. Ich zeige dir mal, guck mal hier, cooles neues Gameboy-Spiel. Dann hebst du natürlich auch schon mal die Augenbraue, wenn ich sage, sag mal, man hat 150 Euro gekostet oder sowas. Aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt verheimlichen würde. Wieso auch? Das ist mein Hobby. Ich mache hier nichts Verkehrtes. bekommst du schon eine Platte von dauerndem Panda-Mütze tragen? Ja. Also,
ich bin, also Panda-Mütze tragen nicht, aber ich gehöre leider, deswegen auch meine Frisurexperimente immer wieder, ich gehöre auch leider zu der männlichen Bevölkerung, die oben mit dem Alter etwas lichter werden anscheinend. Es ist zum Glück noch nicht so ganz katastrophal. Ich kann es auch einigermaßen retuschieren, aber auch ich gehöre leider zu den Männern, die, ich glaube, nicht vorne mehr das ganz volle Haar haben. Und gut, ist halt so. Stört mich jetzt nicht, ehrlich gesagt, großartig. Ist zwar ein bisschen blöd, aber was willst du machen? Gene sind Gene. Dann, der Flo, oder die Flo, hat gefragt, was ist dein wertvollstes Spiel? Mein wertvollstes Spiel auf den Game Boy, würde ich sagen, also ne, das emotional wertvollste haben wir ja schon besprochen. Deswegen, das Finanzielle ist Trip World. Das habe ich damals noch vor anderthalb Jahren ungefähr, vor zwei Jahren, für knapp unter 100 Euro gekauft. Mittlerweile ist das auch schon 150 Euro wert. Also das wäre jetzt Gameboy-Spiele mäßig so das wertvollste Spiel, was in meiner Sammlung sich befindet. Ansonsten, ich gucke gerade hier mal links zu meiner Sammlung rüber. Das Spiel ist wahrscheinlich dann Secret of Mana in der Big Box. Das ist auch, glaube ich, auch so 160, 170 mittlerweile, obwohl ich da bei den Big Boxen nicht mehr so hundertprozentig auf dem neuesten Stand bin. Aber ja, das ist mein teuerstes, wertvollstes Spiel auf jeden Fall. Und dann, wann hast du mit dem Sammeln angefangen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, so vor 4,5 Jahren ungefähr. Ich glaube, der Kanal ist jetzt 3 oder 4 Jahre alt. Ich glaube, 4 Jahre. Und ich habe so ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr, bevor ich den Kanal gestartet habe, so langsam mit dem Sammeln angefangen. Natürlich auch nicht so im großen Maße wie jetzt. Aber ich gehöre leider nicht zu der Generation, die irgendwie noch hier die Gameboy-Spiele für 2 Euro überall hinterhergeworfen bekommen haben. Als ich angefangen habe, auch da waren schon so die Preise etwas angezogen. Natürlich jetzt nicht so krass, wie es heute ist. Also die goldenen Zeiten habe ich leider nicht mehr mitbekommen. Aber ja, so war es seit 4,5 Jahren, würde ich sagen. Auch da schon auch immer zuerst mit Fokus auf Super Nintendo. Aber dann hat sich das schnell so umgeswitcht mit Fokus auf Game Boy. Aber macht Spaß. Werde ich auch hoffentlich noch einige Zeit weitermachen. Kommen wir zu der letzten Frage. Und zwar von Kokiri LP. An der Stelle auch viele Grüße an dich. Mich würde mal interessieren, welche RPG-Spiele du vom Game Boy bis Game Boy Advance gut findest. Ganz ehrlich, mit der Frage kann ich dir leider nicht großartig behilflich sein. Also Game Boy Color, Game Boy Advance, da habe ich leider nur so ein gewisses Grundkenntnisse, was die Spiele angeht, aber keine großartige praktische Spieleerfahrung. Und auf den Game Boy ganz klar, Link's Awakening ist super, Mystic Quest ist super. Die kann ich wirklich empfehlen, aber auch da habe ich jetzt nicht großartig noch andere Rollenspiele gespielt. Ich habe zwar noch ein, zwei in meiner Sammlung, aber da habe ich bisher so ein bisschen gescheut, irgendwie da ranzugehen. Pokémon, wenn man das so ein bisschen als Rollenspiel ansehen will, ist ja an mir komplett vorbeigegangen. Bin ich jetzt ja auch nicht so der Riesenfan von. Deswegen muss ich da leider die Antwort kurz halten und sagen, ja, Link's Awakening. Tut mir leid, dass ihr wahrscheinlich mehr Einsichten und Infos erhofft, aber habe ich leider keine Ahnung. Und das waren dann auch schon alle Fragen. Ist eine durchaus ordentlich lange Folge geworden und vielen Dank an alle, dass ihr hier dran geblieben seid und ich hoffe auf die nächsten 3000 Abonnenten. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal an euch alle wenden und mich bedanken für eure wirkliche Unterstützung, wenn ihr Kommentare schreibt oder auch nur einen Daumen hoch gibt oder vielleicht auch einen Daumen runter, ist mir egal, wenn ihr mit mir irgendwie interagiert und es freut mich immer wieder, dass das euch mein Kram einfach gefällt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.